Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Lands of Lore Teil 1. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei wart. Ja, ich habe mal bin dran gegangen zwischen den Folgen mal ein bisschen sortiert hier. Am Anfang habe ich jetzt unseren Dietrich, dann habe ich die Heilmittel hier, dann die Zauber, dann das Zeug zum Schmeißen und zum, naja, Fallen oder Platten halt belegen. Ich weiß nicht, ob wir da wirklich so viele brauchen, aber ja, ich nehme sie lieber mal mit. Noch haben wir ja Platz. Dann die Ölsachen und dann haben wir hier das Zeug, das ich verkaufen will. Wobei, bei dem bin ich mir noch nicht sicher, Bezelbecher, ob wir den vielleicht für irgendwas anderes brauchen oder ob das auch zum Verkaufen ist oder wie auch immer. You again come to see Victor. Ja, was willst du dafür haben? That workmanship, 40 crown. 40? Ja gut, das ist in Ordnung. Und der hier? 150! Für so ein schlechtes Teil, weil das war ja wirklich nicht so sonderlich gut. Weg mit. Ja. Was ist mit dem hier? Oh, auch das können wir verkaufen. Nicht schlecht. So, was ist mit dem hier? Für eins. Nee. Für eins definitiv nicht. Entweder brauchen wir das später noch für irgendetwas. Oder es gibt einen anderen Händler, der dafür mehr will. Aber für eins verkauft man das nicht. Nee, für eins definitiv nicht. So, Moment, dann gehen wir wieder hierher. Ja, natürlich. Irgendwann werden wir mal wieder kommen. Und jetzt würde ich gerne... The door is locked. Their usual vitality has disappeared. Das war doch der Dings, wo die Kräuter und so verkauft hat. Ja, der ist nicht da. Schauen wir mal beim anderen, aber der ist wahrscheinlich auch nicht da. The door is locked. Hm. Wir sind alle noch bei King Richard. Macht ja auch Sinn. Do you recall seeing the caverns east of the keep? There is a passage. Let us bear east and then proceed north as soon as possible. Ja, okay. Wir haben es ja schon auf der Karte abgebildet. Und zwar... Moment, genau da. Auf den Monitor zu zeigen bringt zwar nichts, aber egal. Genau, da wollen wir hin. Da habe ich ja gesagt gehabt, da ist irgendwie eine Höhle, wo wir aber noch nichts machen können. Here, this mystic chant will open the passage. Karnax, yeah, Calamari. Lag mir gerade auf der Zunge. Ich wollte es gerade sagen. Ugh, this place stinks. Quite. Okay, also Höhlen Level 1 sogar haben wir hier. Okay, es sieht also nach etwas Größeren aus. Haben wir da irgendetwas Interessantes? Nee. Nee. Ich hätte jetzt gedacht, dass es da vielleicht eine Geheimtür oder irgend sowas gibt. Aber das sieht nicht danach aus, dass... Oder ich habe es nicht gesehen gehabt, aber... Let's try this. Clever. The wall is moved. Aha. God sakes. Die Frage ist... Moment mal, kann ich es auch wieder zumachen? Ah, sehr schön. Genau. Schauen wir uns nämlich erstmal hier unten weiter um. Naja, gut. Das ging relativ schnell jetzt. Hätte ich gedacht, dass es lange, länger geht, aber gut. Oh, wow, wow, wow. Fallgruben nach unten. Da müssen wir aufpassen, da ist eine Grube. Alles klar. In dem Fall wollen wir doch lieber mal ein Quicksave machen. Ich fall bestimmt da irgendwie runter. Die Frage ist, was passiert, wenn wir da runterfallen? Aha. Wollen wir es mal ausprobieren? Ich meine, da müssen wir eh ausprobieren, was Sache ist. Und je nachdem,
Ja, ich will jetzt mal ausprobieren, was passiert. Was passiert, wenn wir jetzt da runterfallen? Kommt man nämlich in Level 2 rein, wahrscheinlich. Oh. Und da haben wir nämlich gleich noch eine geheime Wand. Das ist auch gut zu wissen. Aber probieren wir erst einmal aus, was passiert, wenn wir hier diese Juwelen betätigen. Aha. Okay. Grün geht eins rüber. Uah! Blau war keine so gute Idee. Verdammt. Also mit Blau wird der hier aufgemacht. Rot wird auch der aufgemacht. Blau und Rot. Gehen sogar noch mehr auf. We just needed the right combination. Die sieht doch ganz gut aus. Was? Oh. Okay. Also wir sind durchgekommen irgendwie. Aber hinter uns ist das Ding wieder zugegangen. Okay. Die Frage ist nur, ist das jetzt, ja, muss ja richtig sein. Der einzige Weg, der noch gehen würde, ist runterzuspringen. Aber das können wir jederzeit nochmal machen. Falls es eine Sackgasse sein sollte. Oh, hab ich mich erschreckt. Okay, da ist auf jeden Fall ein Ding, das können wir ja belegen. Oh. Verdammt. Probieren wir erstmal das hier aus. Hoppla. So war das eigentlich jetzt nicht gedacht. Okay. Jetzt haben wir ihn. Uff. Das hat aber schon. Ich würde sagen. Wahahaha. Da geht's ja gerade weiter. Eieieiei. Heilenstufe 1 kannst du nur. Aber das bringt schon ziemlich, ziemlich viel. Und du darfst, glaube ich, auch mal Stufe 1 und zwar auf dich. Ah, der Heilenzauber gefällt mir. Er gefällt mir ziemlich gut. So, was haben wir denn da alles? Einen Helm. Sehr schön. 48, ist das derselbe Helm, den du hast? Ja. Aber nicht schlecht. There are silver coins in here. So, das hier ist das. Da haben wir den hier, den ich ja weggeworfen habe. Okay, ein Lederwams. Den tun wir mal hierher. Nochmal so ein Stab. There are silver coins in here. Und irgendwie fehlen. Ah ja, ein Stein fehlt, den haben wir ja auf das Ding gelegt gehabt. Ja, passt. Lederwams. Das ist ja wahrscheinlich genau dasselbe, was wir hier haben. Ja. Das ändert sich nicht. Alles klar. Was ist das hier? Perhaps this was once a dungeon. Ja, das hätte ich auch gesagt. Okay, wir können also hier durch die Fallen durch oder wir gehen hier durch. Perhaps this was once a dungeon. It crumbled to dust. Aha, wieder neues Ding. Und Ginseng. So. Ginseng gegen Gift. Und hier haben wir nochmal Dietricher. Da ich nicht weiß, ob die kaputt gehen können, wenn man sie benutzt. Nehmen wir auf jeden Fall mal beide mit. Noch haben wir ja kein Platzproblem. So, und das war's dann auch. Dann müssen wir noch über diese blöde Falle hinweg. Erst einmal den hier nehmen wir wieder mit. Let's be careful around this. Ja, da hat man aber keine andere Wahl.
I've been poisoned. Verdammt, Dick. Und verpoist, da müsste es dir helfen. Ach du Scheiße. Wow, 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 wow. Ein Smaragdauge. Das ist auch interessant. Das machen wir mal hier hinten hin. Dann haben wir hier noch weitere Steinchen. Unser Dolch. Noch ein Stein. Okay. Ach du heilige Scheiße, hey. Da geht's ja richtig ab hier. Spiel speichern unter 1 und speichern. Moment, da ist doch gleich einer. Gut. Die Dolche zum Schmeißen finde ich eigentlich auch nicht schlecht. Vor allem, das steigert auch unsere Gaunerfähigkeit. Das ist eigentlich auch nicht schlecht, finde ich. So, an der Wand war, glaube ich, nichts mehr. Hier war nichts. Oh, und unsere Laterne ist leer. Die sollten wir vielleicht mal nachfüllen. So, und das ist genau das, was ich meinte. Jetzt ist eins von den Dingern weg. Aber diese Laterne ist genauso hell wie vorher. Also das lohnt sich tatsächlich erst umzufüllen, wenn das Ding leer ist. Okay. Jetzt gehen wir bestimmt kaputt. Hm. Oder auch nicht. Nee, hier sieht es eigentlich aus, als ob da nichts wäre. Aber für mich sieht es aus, als ob diese Wand hier... Kann ich nicht gehen. Also hier scheint nichts zu passieren. Passiert vielleicht bei Stromschlag was, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Nee, geht auch nicht. Und hier scheint tatsächlich nichts zu sein. Flieg mal ein bisschen hier rum. Aber ich hätte gesagt, da müssen wir doch durchkommen, aber scheint nicht so der Fall zu sein. Das heißt, wir müssen nochmal durch diese Falle durch. Wenn wir schnell sind, werden wir nicht getroffen. Und dann hier... Nach Level 2. Vielleicht kommt man von der anderen Seite. Vielleicht ist das der Ausgang. Ha! Vorbei. So. Keine andere Wahl. Wir müssen hier lang. Wow. Immerhin schmeißen können wir noch. Okay, du zauberst nochmal eins. Ah, verdammt. Falscher Zauber. Falscher Zauber. So, Stein. Stein kommt mit. So, hier waren wir da. Da war dieser Schalter, genau. Oh. Ein Schmiedehammer. Kann man den eh für irgendwas brauchen oder ist das einfach nur eine Waffe? Hm. Also man kann ihn als Waffe benutzen. Vielleicht kann man den aber auch als Questgegenstand benutzen oder sowas. A great smith worked this iron. Okay, und hier geht's hier entweder weiter. Da geht's hoch. There's something on the north wall. Ja, oder da geht's weiter. Gehen wir erstmal nach oben, hätte ich gesagt. Einfach mal zu wissen, wo es nach oben geht. Ah, guck mal, Pfeil nach oben. Schon mal gut zu wissen. Schon wieder.
Ah, verdammt. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte das ja machen. Oh nein! Er ist... Kann ich den nicht schmeißen hier mehr? Verdammt, Bakata. Das ist schlecht. Kann ich den heilen? Boah, gut. Ich kann den nochmal heilen. Hoppla. Hä? Der Zauber ist nicht geklappt. Eins. Jetzt. Keine Ahnung, was das war. So, wo sind wir denn? Aha. Da sind wir. Aber da waren wir doch vorhin. Ja, okay. Wow, wow. Nächster Gegner. Denn diese Gegner auf einmal alle her. Ja, okay. Man kann es auf jeden Fall noch schmeißen, wenn man, auch wenn sie schon auf dem Boden liegen. Puh. Aber dass hier auf einmal diese Gegner nochmal auftauchen. Na gut, was soll's. Ah, guck mal, da geht's also, deswegen ging's da runter, okay. So. Wir haben quasi das Ding von unten aufgemacht und deswegen sind wir weitergekommen. Okay. Sehr, sehr gut. Was ist das hier? Menschenknochen. Wollen wir wirklich einen Menschenknochen mitnehmen? Ich weiß nicht, ob wir die brauchen. Keine Ahnung. This room smells worse than the rest. Heavens, I'm feeling a bit queasy. Hey, there's something alive in there. Können wir da was machen? Shall we cut this one open? Ja, bitte. That air smells good. Thanks. I was on my way to the Droracle when one of those monsters grabbed me. We as well seek the Droracle. You are quite welcome to join us. Oh, thank you. I'm Laura. I've been chosen to serve in the Droracle's household on behalf of my village. If I can't get there, he won't give our farmers the weather predictions. I take it you are from Gisborne. I'm Conrad, and this is my friend Bakata. I'll wait for you outside this dreadful chamber. Alles klar. These pods are filled with goo. These pods are... This cavern looks like those... Thanks again. I thought it was over for me. Okay, eine neue Begleiterin. Und hier sehen wir, wir können auf jeden Fall nur drei Leute mitnehmen. Kapselraum. Aber wie geht's jetzt hier weiter? Da sind wir ja nur zum Ausgang gekommen. Da sind wir jetzt nur hier zum Wald gekommen. Vielleicht jetzt doch hier weiter? Dass es jetzt an der Wand doch weitergeht? Ich weiß es nicht. Ich könnte es mir vorstellen. Jetzt, wo sie dabei ist. Oh, hohe Gaunerin. Die Frage ist, soll man der irgendwie was geben? Solange sie noch bei uns ist, hätte ich gesagt, geben wir ihr auf jeden Fall ein bisschen was mit. Damit es ein bisschen besser geschützt ist. So, jetzt hat... Mehr können wir, glaube ich, nicht machen gerade. Oder? Ja, nee, den Dolch will ich ja nicht geben. Aber, gute Frage. Wie es weitergeht. Also, ich schaue nochmal in den Kopfraum nochmal rein, ob es da noch weitergeht. Und danach hätte ich gesagt, gehen wir tatsächlich nochmal vielleicht hierher zurück. Dass es da ab jetzt weitergeht. Wie gesagt, ich könnte es mir gut vorstellen. Aber ich weiß es nicht. Jetzt, wo sie dabei ist, dass wir sie brauchen, um da weiterzukommen. Aber
wir werden es sehen. In der nächsten Folge dann. Dann sage ich mal, vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut und bis zur nächsten Folge. Tschüss.